Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Bernkasteler Burgbergtunnel schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer vom Hunsrück kommend mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit im Tunnel unterwegs. Am Tunnelausgang verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der Tunnelwand. Im weiteren Verlauf fuhr er geradeaus, durchbrach einen massiven Metallzaun und rutschte die Böschung zur Mosel hinab. Die beiden Insassen konnten durch Passanten schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreit und vor dem Ertrinken gerettet werden. Sie kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es am Burgbergtunnel zu leichten Verkehrsbehinderungen. In der Vergangenheit kam es an dieser Stelle bereits zu mehreren ähnlichen Unfällen. Im Tunnel gilt ein Tempolimit von 50 km/h.